Ja, einen ganz, ganz wunderschönen guten Morgen an einen Samstag. Noch fast 2 Wochen der beschlossenen Sondernotstandsgesetze. Und ich hoffe, dass ihr alle vorgesorgt habt. Das ist nämlich das Wichtigste ist überhaupt, dass wir sie nicht ausscheißen. Und natürlich in der Zeit, wir wissen nicht genau, was da vor sich geht, das was vor sich geht, das wissen wir natürlich, dass jetzt diese Corona-Krise nur eine vorgeschobene Aktion ist für was Tiefgründigeres, Tiefgreifenderes. Das ist mittlerweile, glaube ich, alle klar. Also jetzt haben wir nur mehr Zeit zum Nachdenken über unser Leben. Wichtig ist, wenn es um die Vorsorge geht, natürlich wissen natürlich alle auch, fürs Materielle ist vorgesorgt, da braucht man keine Angst. Aber die Frage ist einfach, wie schaut es mit unserer geistigen Vorsorge aus? Und da sind wir wirklich alle von uns selber zurückgeworfen, die Zeit wirklich gut auszunützen. In unserem Leben Dinge wirklich auch, die was uns jetzt ansprechen, zu hinterfragen und wirklich in die Richtung gehen eines nachhaltigeren Lebensstils. Nervt das für uns perfekt, nervt das vollkommen momentan im Internet. Gibt sehr viel verschiedene Meinungen und ich sehe einfach, das ist so, jeder natürlich Wahrheitssucher und Wahrheitssucherin sieht natürlich das große Ganze von einem ganz bestimmten Blickwinkel. Niemand hat für sich alleine die Wahrheit gepachtet, das ist wie ein Putzlestein und alle haben sie einen bestimmten Blickwinkel, genauso wie ich. Es gibt große, man merkt, das Internet ist momentan sehr frei und ich habe dann mittlerweile schon ein paar Links weitergeben und ich sage jetzt, wer sucht, der findet, wird er finden, auch unter diesem riesengroßen Heuhaufen der Propaganda, falsche Informationen, das Richtige zu finden. Das heißt, es gibt ein paar verschiedene, behandeln eher das eher mehr von der spirituellen Seite, manche gehen eher mehr auf das Thema Q und Deep State ein. Manche sehen das eher mehr von der wirtschaftlichen Seite, alle haben einen bestimmten Blickwinkel und ich würde dann jetzt weiter, wenn jetzt wer spezielle Links haben will, kann es weitergeben, aber wichtig ist, dass man selber sucht und findet, dann war das wirklich genug Zeit. Naja, was machen unsere Vasallendemokratien? Sie werfen natürlich die letzten Reserven in die Ardennenoffensive. Kaum mehr Hausübungen machen, um das Thema Ardennenoffensive nachzugucken und wissen alle, was ich meine. Es ist ein letzter Aufschrei dieses alten Systems, das was natürlich mit Händen und Fürst dagegen wehrt, diese seine Macht abzugeben, die Macht, was eigentlich auf Lügen, Ausbeutung, Knechtung der Menschheit aufgebaut ist. Das heißt, mittlerweile leben wir in einem Aufwachungsprozess. Und es gibt natürlich drei Szenarien. Ich fange mal mit den unwahrscheinlichsten an. Das Unwahrscheinlichste ist, dass man versucht, die ganze Geschichte wieder in einen Normalzustand, in einen Normalbetrieb zu versetzen. Das Radl, das Hamsterradl rennt wieder weiter. Es gibt sogar manche Menschen, die was sogar alles dafür geben würden, weiterhin glückliche Sklaven zu sein. Ja, das sollte einen Anteil am Futterdruck erhalten können, kostet es, was es wolle. Dieses Szenario ist unwahrscheinlich. Das zweite Szenario ist es natürlich, dass jetzt die dunklen Kräfte, die was auch unsere sogenannten freien Regierungen natürlich genauso steuern, einen Plan einer faschistoiden Diktatur umzusetzen, jetzt einfach auch in einer finale Phase gelangt sind. Diese Wahrscheinlichkeit ist natürlich vorhanden. Es hängt natürlich davon ab, wie wir unsere Energien, jeder von uns Einzelnen, kanalisieren. Ich habe schon letztes Mal gesagt, wie man diesen Mächten die Energie entziehen kann. Man braucht nicht Waffen dazu. Man braucht nicht protestieren, man braucht nicht Pflastersteine werfen, das ist alles der falsche Weg, weil Gewalt verursacht Gewalt, sondern einfach selber in der Ruhe bleiben, in der Mitte, selber Lichtträger und Lichtträgerin sein und diese Freude und den Frieden und diese Zuversicht da auszustreuen, diese Energien werden sich manifestieren. Das heißt, dass der Deep State gewinnt, auf lange Frist sowieso nicht, glaube ich nicht. Und wenn er gewinnen sollte, dann vielleicht für kurze Zeit und dann werden sie die einen oder anderen. Es gibt dann schon längst eine ABC-Analyse, eine Klassifizierung von diesen Elementen, diesen dunklen.
dann werden sie die einen oder anderen einfach einmal wieder, werden wir sie persönlich in einem FEMA-Lager wieder mal sehen. Ja, in dem Punkt denke ich mir, wir kämpfen mit Mitteln des Lichts, sprich Transparenz, nicht verborgen, nicht mit Lüge, nicht mit Heuchelei, sondern einfach geradeaus, mich in die Farbe bekennen. Und da muss ich sagen, ich stehe momentan wirklich auf der Seite von Putin und Trump. Das war schon immer so, dass ich für diese zwei Männer sehr viel gehalten habe. Aber sie sind nicht jetzt universale Löser. Wir müssen sie selber erlösen. Das ist einmal das Wichtigste. Und selber schauen, dass wir einfach auch auf dem geraden Weg sind. Der Nietzsche hat einmal gesagt, es ist die Zeit der großen Könige vorbei, weil die Völker ihrer nicht mehr würdig sind. Das heißt, wir werden sie selber mal würdig machen, dass wir einfach die großen Könige erkennen. Wie es jetzt kommt in nächster Zeit, lassen wir sie überraschen. Bleiben wir in Ruhe und Geduld. Es gibt einige, die was sehr gute Beiträge machen über globalpolitische und geopolitische Zusammenhänge. Viel besser, das ist jetzt nicht mein Metier unbedingt. Ich habe mich zwar viel beschäftigt, schon vor zig Jahren damit. Das überlasse ich wirklich die Leute und ich bleibe eher bei dem Bereich spirituell, sprich auch, was mich beschäftigt, das Schulsystem, das kommende Neue. Und ich kann auch da sagen, es wird ziemlich neu sein. Und vor kurzem war mir der Gedanke, was wäre, wenn ich Bildungsminister wäre, weil das Erste ist, ich würde in den Rotstift einmal aussetzen. Oh. Die Watzner verdienen jetzt 17.000 Euro und mehr mit Sonderzulung und alles Mögliche. Ich würde mir mit mir selber in den Rotstift aussetzen, mehr wie, dass ich gut leben kann, mehr wie 1.500 netto brauche ich nicht. Und ich brauche nicht einen großen Mercedes als Dienstwagen. Bitte. Wenn ich ein kleines Spuckerl habe, wo ich dann in die Schulen fahren kann und mit den Schülern und Schülerinnen rede, als erstes nicht mit den Direktoren und den ganzen aufgeblähten Bildungsapparat, was verändern wollen und was verändern werden, dann brauche ich vielleicht schon ein kleines Auto, aber ich brauche nicht einen Chauffeur und irgendeinen großen, was weiß ich, irgendein Ding. Das brauche ich nicht. Ich brauche nicht 100.000 Amtssekretärinnen und Amtssekretäre. Weil das neue System, wie gesagt, da setze ich meinen preußischen Rotstift an und wichtig ist, man muss einmal bei sich selber, bei seinen Ressourcen sparen. In derer Zeit, sage ich jetzt einmal, würde ich sagen, das Bildungsressort kann man ruhiger mit 50% runterschrauben. Das tut, dann wird einmal die Qualität der Ausbildung wieder gewährleistet und Pflichtschule und Pflichtbildung, das ist sowieso der falsche Weg. Ich werde einmal später mal über das reden oder wann es soweit ist, werde ich genug Arbeit haben. Um ein System, um ein Menschen- und Jugendlichen freundliches Bildungssystem zu schaffen und nicht eines, das was von politischen Interessen, Doktrinen und Korruption durchwandert ist und wo eigentlich alle versuchen, mit dem Löffel abzugreifen und eigentlich die Ressourcen, wo es hinkehren, zahlen die Schüler und in die Schulen, dann im Endeffekt da verhindern. Aber dieses eigenes Thema. Bleiben wir auf Kurs, schauen wir, dass wir auf das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene bedacht sind. Wir dürfen alle schwach sein, wir können nicht übergeistig sein. Wir können nur das machen, wie es einfach unser Gemüt entspricht. Wir sollen sie nicht selber unter Druck setzen, das ist auch der falsche Weg, sondern einfach wirklich natürlich Mensch sein. Und wenn man oft vielleicht selber ein bisschen zweifelt, es geht andere auch so, das ist natürlich, das gehört dazu. Und es ist ein wunderschöner Tag, ganz frei wieder von sogenannten Verschwörungstheorie-Streifen, sprich Chemtrails, habe ich mich auch schon vor 10, 15 Jahren intensiv damit beschäftigt, mit der gerade dunkle Sachen, gibt es noch viel dunklere. Wir sollen sich freuen, der Himmel ist schön und die Zeit auch nutzen, Auszeit gehen in die Natur oder vielleicht, ja, mal haben wir Zeit, mal vielleicht ein bisschen einmal wieder in sein materiellen Inventar vielleicht ein bisschen abzuspecken, einmal in Köln ausmisten oder wie immer. Wir haben jetzt Zeit und das ist eigentlich das Schöne. Und ich würde natürlich sagen, auch in die Regierungen gibt es natürlich gute Leute, es gibt da in die Schulen gute Leute, es gibt überall gute Leute, aber bei der Polizei und so weiter. Aber irgendwann werden wir jetzt vor die Probe gestellt, öfter diese Menschen. Entscheiden Sie sich jetzt für Licht oder Schatten? Lassen Sie sich korrumpieren und dienen es weiter, Steigbügel heute die Macht oder sagen sie, nein, wir wollen jetzt Freiheit und Frieden und Wohlstand für alle Völker, nicht für ein paar wenige.
auf dieser Welt. Und auch selbst unter die paar wenigen ganz großen Superreichen gibt es auch gute Kräfte. Es gibt überall gute Kräfte auf dieser Welt. Man muss nur sehen, und die brauchen besonders auch unsere Energie. Und so wünsche ich uns alle eigentlich einen wunderschönen Tag. Genießen wir die Zeit und seien wir dankbar für die Zeit. Die kommt nie wieder. Krise ist immer eine große Chance.